Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde LS19 auf der Map LPG Schwarze Pumpe 1988. Oh, wer hast du gekriegt? Genau, das andere war Test gewesen. Mit dabei ist der blöde Matze, der Tom und der liebe Krafti. Hallo zusammen. Dankeschön, dober Tiger. Gerne doch. Danke für den lieben Krafti. Ja, gerne doch. Weil das Geschleime hier. Ich rutsche ja gleich aus mit meinem ZDA. Ei, 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 ei. Ja, da würde ich mal neue Reifen draufpacken. Ach, die gibt's auch neu? Ich dachte, da kommen Spikes rein. So, Kraft, das Blöde ist, wir müssten eigentlich von der anderen Seite draufpacken. Und nicht, dass, dass ihr jetzt euch wundert, dass wir jetzt hier nur Geld kriegen. Wir haben die rum, dein Wagen. Man, das steht verkehrt rum. Wir haben die Mission soweit abgeschlossen. Ja, ja. Und das, was jetzt noch ist, das kriegt ihr gut geschrieben. Das müsst ihr ja genauso wie wir, dass ihr es gesehen habt. So, da kann ich ja mit eigentlich mit meinem schon runterdüsen, ja, ne? Ja. Brauchen wir irgendwie schon Dünger oder sowas unten? Weil ich einmal du schon hier oben bin. Wenn du gerade da oben bist, kannst du aber mit runterbringen. Das ist eigentlich das Problem. Vorsicht, ja, bring bloß. Saatgut und Dünger mit runter, genau. Ich muss den mal anhängen. Ich würde sagen, Ja, das mache ich auch gerade. Ich glaube, ich muss woanders mal hinschauen, wo es ein bisschen ebener ist. Oh, wow. Und was braucht man mehr? Ist egal. Meistens braucht man ja mehr Dünger. Okay, da bringe ich mal mit Saatgut. Mit dem Stallwerk müsste ich doch eigentlich über die Brücke passen, oder? Ja, aber du kommst nicht hinten durch die, durch die Schilder von der Bushaltestelle. Ich dann, was schauen. Ah, das mit der Brücke ein bisschen tricky. Nee, da kommst du durch, Steffen. Ja, aber du musst genau fahren, aber ein bisschen schief lenken, dann ist vorbei. Oh, es fällt 13 Düngen, für 33.000 ist im Angebot. Ja, das würde ich machen. Hast du abgeschlossen jetzt gerade? Ja. Ich stell in Krafti mal hier ein Gespann zusammen, kann Krafti mal ein bisschen düngen. Okay. Krafti muss nicht die Hofschlampe nehmen, den Russe. Hört, ich habe mich. Ich hab mich auf der Brücke festgefahren. Hurra. Und dann wollen wir mal das Stadtwerk zurücksetzen. Cheaten wir mal eine Runde. Ach, hier ist wieder keine Vorwärts-Rückwärts-Schaltung drin. Ja, ich glaube, das macht der Server, wenn du neu startest, glaube ich, komplett aus allen Fahrzeugen dann wieder raus. So. Ach übrigens, ihr wisst, was heute für ein Tag ist. Genau, hast du zwei Schlipper an, damit du die Eier nicht klauen. Der war jetzt gut. Wenn du es genau wissen willst, Tom, ich lasse freischwingen. Ja, das sind die, die es nötig haben, die jede Gelegenheit mitnehmen müssen. das sind die es leisten können. Jetzt eben ja schon wieder verkehrt gefahren. Oh, ich verfahre mich gerade hier in den Wald. Oh, warte. Ja, wenn man Schleichwege fahren will und weiß nicht, wo es lang geht. Ich wollte nämlich gerade sagen. Oh ja, Dünger ist ganz wichtig. 1400 Liter Dünger haben wir bloß noch im Lager. Ich bringe 70 noch mit runter. So, gucken, ob wir uns heute ein bisschen besser anstellen, den Schnellweg drauf zu packen. Auf die Fahrt hin mit durch. Jo.
Nee, P war es nicht. Die Taste wollte ich drücken. Schauen wir nochmal schnell, was der Kühe machen. Ey, das gut. Ist auch so witzig. Du stellst den Anhänger hier gerade hin und da ist, wandert gleich wieder schräg. Das ist die Colli von dem Schneidwerk. Nee, da war das Schneidwerk noch gar nicht drauf. Ja, aber die begegnen sich, die Colli vom Schneidwerk und die Colli vom Wagen. Ja, ich war aber mit dem Schneidwerk noch nicht in der Nähe. Ach so, das ist ja noch schlimmer. Ja, eben. Nein, nicht, ich hätte es doch drauf. Okay. Oder wir müssten mal einen anderen austesten. Besser ist. Ja, ich müsste den Original Schneidwagswagen, der zum 7,60 Meter Schneidwerk, müsste ich halt mal noch fertig machen. Ja, voilà, da haben wir ihn doch drauf gekriegt. Da sind sie, die Russen. Wir haben uns überrannt. Kraft hier hinten unter dem Düngerlager steht mein Zetti mit dem Düngerhänger dran. Ja. Den bitte auf Feld 13 oder was? Ja. Okay. Was noch so? Die Russen sind da. Aber sowas von doll, Edu. Ja, ich komm und hol dich ab. Bin schon gleich da. Und so ging es gestern den ganzen Abend. Oh Mann. Ist ja gestern? Das war letzte Woche irgendwann mal. Der Livestream. Alt! Nicht im Wasser fahren. Angstbrücke. Ja, Angst oder Arschloch. So. Tom. Ja. Hatten wir eigentlich schon die Map getauscht oder hatten wir die getauscht? Weil der Huckel hier hinten ist immer noch. Matze, safe game. Ach so. Ich wollte es ja nur gesagt haben, weil mir es gerade auffällt. Ja, aber du weißt, der Huckel ist erst weg, wenn wir das Safe-Game neu machen. Die Diskussion hatten wir doch gestern Abend schon gehabt. Krafti fällt 13, andere Richtung. Oh. Das ist das Riesenfeld. Das kleine Feld wohlgemerkt, ja. Klein ist gerade mein Stichwort, ich fahr gerade den kleinen grünen. Oh. Gut, 13. Machen wir als erstes, dann gibt's noch der 23 und der 22. Da gibt's auch Geld. Ah, wo will ich denn hier hin? Aber Tigerdorf, dann wollen wir uns erst noch ein paar Kühe holen oder wollen wir als nächstes. Entschuldigung! Die Farbe bringt's, hä? Braun, rot, weiß. Noch einmal, wollen wir uns erst noch ein paar Kühe holen oder wollen wir uns noch ein neues Feld noch holen? Ich sag mal so, Felder haben wir hier schon ein paar, ne? Na dann tun wir einen Kuhbestand noch ein bisschen erhöhen. Ach, da müssen wir den Hänger, den wir gestern Abend den ich noch runtergeladen haben, den muss ich noch litermäßig anpassen und auch noch mit hochladen. Stimmt. Im Livestream zum Schluss haben sie uns dann noch den Hinweis gegeben, dass zu dem LKW ein anderer Anhänger gehört. Ach so, du meinst zu dem Kleinen, meinst du zu dem. Ja, mit den Fässern. Naja. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Ja. Ich würde gerade sagen, nicht, dass du jetzt den großen Anhänger meinst, wo schon 50.000 drin sind. Brauchst du dann noch einen Abfahrrad haben? Ja. Komm mal mit dem B50 vorbei. Weil wenn wir jetzt das Silage Silo nebenbei mal ein bisschen leer machen, könnte man nämlich nach hinten das nachgewachsene Gras schon wieder mit ernten. Wie weit hast du denn?
So 15.000 müssen ungefähr drin sein. 11. Müssen Sie jetzt eigentlich oben sehen? Ja, jetzt ist. Also Tom, wenn du so die ganze Zeit fahren würdest, dann ist ja gar nicht mehr drin. Ja, gut. Ich bin froh, dass es nicht rausfällt. Machen wir es noch optisch korrekt. So, habe voll. Jetzt habe ich 7 von den falschen Kühen gekauft, Scheiße. Die holsten Kuhn müsst ihr holen. Ja, die wollte ich nicht. Ich hab mich gerade aber verklickt gehabt, Scheiße. Holst du dir selber ran oder? Ja. Willst du das nochmal hinhaben? Hau die kleine Ladung ins bei der Kühe noch mit rein. Und dann kann man den Rest. Ach komm. Entweder nochmal was ins Futterlager schaffen, damit Matt Tiger hier zum Mischen hat. Jetzt müssten wir. Will immer noch eine. Holt auf 30. Oh, jetzt haben wir von 23 auf 30 Kühe erstmal aufgestockt. Ja, ich glaube, da muss ich nochmal ein, zwei Runden mischen, glaube ich, damit das wieder so ein bisschen. Da das jetzt mit dem Wasser und so ist noch genug drin, ja. Können ein bisschen Mischration reinballern. Ich mache mir gerade ein bisschen Silo rein hier. Müsste reichen dann, ne? Oder. Machst du eh noch Mischfutter noch rein? Ja, da brauchst du aber kein Silo reinmachen, weil hier da ist Silo, da ist mal genug drin, ne? Wenn wir Mischfutter drin reinpacken, dann haben wir doch eh genug Zeugs drin, ne? Jetzt bin ich gerade hier oben. Ja, wir können es aber halt so ein Mischen benutzen, aber ja, gut. Ja, wir machen ja weiter voll. Den Rest tun wir ins Futterlager schmeißen. Und das Silo hatte ich eigentlich nur reingeschmissen, weil wir keinen nicht genug zum Futtern hatten. Deswegen hatte ich da das andere erstmal reingeschmissen. Weil wir da auch kein Heu und so hatten. Aber ich glaube auch wieder machen, ne? Ja, wie gesagt, wenn wir das Silo leer gemacht haben. Also ich kann auch viermal mischen, dann ist das Heu aufgebaut. Also kriegen wir halt noch ungefähr 80.000. Aber Sido ist gleich leer. Ja, ich habe jetzt eine Ladung reingepackt. Ach, warum reagiert denn meine Maus jetzt so langsam? Kann ich dir nicht sagen. So, wir kippen noch aus und sagen dabei schon mal wie und wann Tom seine Maus wieder gefixt kriegt, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Denkt an die Kombis und die Daumis, ne? Und wir sagen dann mal noch schön Ostersonntag. Ups. Ciao. Ciao. Ciao.